Und willkommen zurück. Bauwerk komplett. So, diesmal habe ich nichts vergessen. Ah, lernfähig. Und ich bin nach wie vor ziemlich gut drauf. Ich lerne heute mal nicht so viel. Ab und zu muss man auch einfach sich Zeit nehmen für sich. Trotz Studium, Uni und Lernen. Es ist einfach so. Man braucht es. Ich brauche irgendwas als Ausgleich. Und ich zocke gerne. Also mache ich jetzt hier mal eine Aufnahme. Und sehe das jetzt weniger als Stress. Es ist halt, wie es ist. Das Lustige ist, also... Eigentlich sollte ich sowas ja nicht sagen, weil Vorbildfunktion und so. Aber für mich persönlich muss ich sagen, für den Lebensstandard, den ich aufbauen möchte, brauche ich kein Studium. Da könnte ich irgendwo irgendwas arbeiten. Möchte ich halt nicht. Ich möchte halt schon einen Job haben, wo ich sage, oh, kommt was bei rum für schlechte Zeiten. Und ich kann es mir leisten, Freizeit zu haben. So einen Job möchte ich mal haben. Irgendwas auf 30-Stunden-Basis vielleicht mal. Weiß ich nicht. Oder auch nicht. Vielleicht auch, wenn er mir gefällt, dann vielleicht nicht. Was wurde entdeckt? Was? Experimentelle Waffe. Oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt fangen sie an rumzunuken. Gebt euch das mal hier. Nuklearer Sprengkopf. Darf man ja auf YouTube gar nicht sagen. Oder im Internet oder auf Facebook. Irgendwo. So, die Hülle bauen wir jetzt ein bisschen. Für unsere Sternenbasen, so wie es ausschaut. Hier, ja, Sternenbasen. Dass man nicht arbeiten will und so. Es ist halt... Ja, ich habe halt bisher mit Arbeit nicht so tolle Erfahrungen gemacht. Ist einfach so. Demnach ist es nicht sehr verwunderlich, dass ich nicht so sehr viel arbeiten möchte. Ich habe jetzt derzeit kein Interesse daran, eine Familie zu gründen. Und. Also von dem her brauche ich tatsächlich gar nicht so viel. Nein, für mich persönlich. Also das müsst ihr, jeder muss das für sich selbst immer wieder abwägen. Was will er, was braucht er? Forscher haben etwas Interessantes entdeckt. Ein bewohnbares Höhlensystem. Okay, strukturelle Integrität erhöht sich. Das ist auch nicht schlecht. Ihre Tage auf Phyrenei sind gezählt. Oh! Oh. Nee. Ach du große Güte. Und die Sternenbasis ist noch nicht ausgebaut. Was machen wir denn da? Strukturelle Integrität. Ja. Unbedingt. Forschung abgeschlossen. Nichts Wertvolles wurde gefunden. Ich weiß nicht, wie viele Upgrades ich auf so eine Sternenbasis draufballern kann. Aber die Integrität baue ich mal hoch, die ist wichtig. Und hier machen wir jetzt Notfallstrukturen hoch. Und die taktische Kapazität. Boah, wenn die jetzt mich angreifen, dann bin ich ziemlich gebumst. Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. So. Und jetzt kommt es zu tragen, was ich letztes Mal gesagt habe. Der Preis auf unsere Köpfe hat sich erhöht. Nee. So fangen wir gar nicht erst an. Jetzt kommt das, was ich letztens gesagt habe, die Sternenbasis. Defensive Verteidigungskonstrukte sind wirklich nur dafür da, um Zeit zu kaufen. Jetzt schauen wir mal, ob sie das können. Na? Schauen wir mal. Ja, Kopfgeld. Markt ist zusammengebrochen. Hört's doch auf. Ja, den können sie angreifen, stört mich nicht. So, und jetzt greifen sie auch die Basis an. Da gehen nämlich auch zwei Dinge. Und hier gehen auch zwei Dinge. Ich glaube aber, dass eine Sternenbasis maximal 6, 8, ich weiß nicht wie viele. Ich weiß es nicht. Piraten sind unterwegs. Nein! Jetzt habe ich gepennt. Na gut, okay, jetzt wird es schon ein schwieriger Kampf. Forschung abgeschlossen. Ich hoffe mal, die Sternbasis hält es durch. Na. Damit kann ich das Handelseinkommen weiter erhöhen, wäre auch nicht schlecht. Zusätzliche Credits benötigt. Ah ja. Zusätzliche Credits benötigt. Das kann ich also hochschreiben. Abgeschlossen. Konzeptionsbuchten klingt nicht schlecht, aber brauche ich nicht. Hangarkapazität? Nee.
Und Zusatzregierung ist jetzt auch nicht so wichtig. Alle Energie auf den Sprungantrieb. So, aber das macht Sinn. Unzureichende Kreuz. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das geht. Noch hält die Sternbasis durch, auch wenn sie unter schwerem Beschuss steht. Ich hoffe mal, die macht es noch ein bisschen. Wäre nämlich schade, sie zu verlieren. Teuer war sie. So viel steht mal fest. Aber da kommt meine Verstärkung. Also. Laut und deutlich. Kampfstationen. Der Advokat. Nee, wir zerstören zuerst dieses Schlachtschiff. Das größte, dickste Schiff. Das sollte nämlich ihren Kampfgeist brechen. Dann die anderen großen Schiffe und dann haben wir das. Ende ist. So, hier haben wir noch einen Kreuzer. Den schicken wir jetzt hier rüber. Und hier bauen wir jetzt auch mal ein bisschen aus. Ein bisschen Geld, ein bisschen Konstruktionszeugs. Und. Höre laut und deutlich. Und dann schauen wir uns hier mal die Schlacht an. Noch hält die Sternenbasis durch, auch wenn sie viel Schaden schon einsteckt hatten müssen. Aber es geht, schaut euch das mal an. Die hat hier... Upsi, hey! Ich wollte da schön reinzoomen. Die hat hier so Kanonen. Glaube ich. Ja, und damit schießt sie. Und da hinten kommt meine Verstärkung. Ja, nee, die mache ich eiskalt fertig. Wir haben keine Chance hier. Schaut sich das an. So, das Schiff hat schon keine Schilde mehr. Das andere Schiff auch nicht mehr bald. Die Sternbasis hält durch. Die repariert sich dann wieder. Was der jetzt hier will, wüsste ich auch gerne. Aber sollen nur alle herkommen. Sollen sie alle herkommen. Sieht lebendig aus, die Weltraumratten, wir sind fast im Ziel. Zusätzliche Credits benötigt. Wir werden schon sehen, was sie davon haben, bei mir einzufallen. Ach, gibt's euch das mal? Jetzt kommen hier noch die Piraten. Der Rote greift an. Der Türkise ist da. Aber den Türkisen, den baller ich jetzt mal richtig zur Sau. Weil das kann ich mir gar nicht. Also der muss kapieren. So nicht. Und zwar sehr schnell. So, wir haben wieder Level-Ups. Dann können wir wieder hier ein paar Kampfgeschwader bauen. Level-Up. Experimenteller Schild holen wir uns. Und hier nochmal Nuklearbombe. So. Das Schlachtschiff. Schaut euch an, wie das aufs Maul kriegt. Hier. Das kriegt richtig viel Schaden ab. Lang macht's das nicht. Und die Sternbasis hält das durch, vor allem mit den Upgrades, die durchkommen. Schaut's mal, von 11.000 auf 16.000 hochgesprungen. Leider nur die maximalen Hüllenpunkte, aber trotzdem. Forschung abgeschlossen. Ja, und sollen die Piraten halt ein bisschen wüten. Das ist nicht so schlimm. So, das Schiff ist kaputt. Und tschüss. Und der Rote hat nicht mehr viel. Da werden wir mal rausgehen. Ein paar Verteidiger... Drohnenanführer, Erleuchter, alles Käsequark. Damit gewinnt er gar nichts. So, und hier bauen wir die zweite Sternbasis. Das Geile ist, jetzt schaut euch mal an, wie die Credits durch die Sternenbasen hochgehen. Hier. Das geht nämlich dann, wo habe ich denn hier den Handelsposten? Ja, genau. Aber sobald ich hier auch noch einen Handelsposten habe, geht es richtig nach oben. Das müsste dann ordentlich hochschnellen. Hier, Firenzes. Firenzes macht schon gut Geld. So, ein Kristallextraktor ist kaputt gegangen. Oh. Sieht so aus, als würden die Piraten weiterspringen wollen. Ja. Sollen sie versuchen. Die kriegen eh nur aufs Maul. Also da ist bald eh Schluss. So, wir haben noch mehr Level-Ups bekommen. Ah, ich brauche mehr Erfahrungspunkte. Dann holen wir noch mehr schwere Kampfflieger. Mehr Gauss-Rail-Kanone. Genau. Und dann forschen wir jetzt mal in der Verteidigung ein bisschen. Ah, mehr Kanonen. Planetare Schilde. Hier noch so ein bisschen was. Minen, Hangarverteidigung, Phasensprung in Hibitor können wir uns dann irgendwann noch leisten vielleicht. Und so Zeugs. Und bei Ziel... Irgendwo gibt's doch sicher so Reparatur-Dingsbumsis, oder? Hier Reparaturwerft, das bauen wir auch noch. Genau. Und der Planet hat durchgehalten.
schwer verletzt und ein Drittel der Bevölkerung gestorben. Traurig, aber er hat es überlebt. Schildgenerator umhüllt den Planeten mit einem kraftvollen Schild, der gegen Bombardierung schützt. Auch nicht schlecht. Kann man ja mal bauen. Genauso wie eine Reparaturwerft in die Nähe von der Sternbasis. Und hier oben kommt dann auch noch eine hin. Insgesamt sind diese Reparaturwerften unglaublich nützlich. So, Handel. Kaburaki. Schaut euch mal an, wie Firenzis jetzt mit dem Handel hochgegangen ist. Auf 8,0 pro Sekunde. Durch die Sternenbasen. Und da ist erst, glaube ich, eine gebaut. Ne? Bauwerk komplett. Ja, haha. Aber die hat halt den Handel voll. Und das ist richtig mächtig. Damit kann die halt... Boom! Forschung abgeschlossen. 1, 2, 3... Tatsächlich kann ich also 8 Dinger bauen. Ich glaube... mal sehen. Andock. Antimaterie auffüllen ist ja nützlich. Mehr Zusatzgeschwader, ja. Aber ich glaube, ich nehme die Andock-Ports. Denn, wie ich schon eingehend gesagt habe, ist die Sternenbasis ja wirklich nur dafür da, mir Zeit zu kaufen. Und sobald meine Armee, also meine Armada, Armee ist ja Fußzeugs eigentlich, glaube ich, meine Armada, Flotte, wie auch immer, eintrifft, wird sie ja Spezialfähigkeiten raushauen. Schilde auffüllen, Gauss-Ray-Kanone, Raketenbatterie, Nuklearbombe und so weiter. Kostet Materie, Antimaterie. Und dann wird durch die Sternbasen, die ja so lange durchgehalten haben, das Zeugs aufgefrischt und sie können es nochmal raushauen. Das heißt, ich kann den Gegner so richtig schön weghauen. Das tut dann richtig weh. Ausreichende Metalle. So. Oh, läuft. Läuft super. Link online. Wir haben tatsächlich alles abgewehrt, alles verteidigt. Eine gute Entscheidung. Jetzt können wir noch zur Reparaturwerft gehen, alles reparieren lassen und dann sind wir glücklich. Raketenhagel! Bombardiert den Zielbereich mit Raketensalven. Nice. Wisst ihr, was ich als nächstes mache? Forschung als nächstes erforsche ich alle experimentellen Designs. Alle. Auch den Titan. Baue meine Flotte komplett auf und dann fangen wir mal an, den ersten Spieler zu vernichten. Was haltet ihr denn davon? Klingt doch gar nicht schlecht, oder? So, weil irgendwann muss ich ja mal. Artefakte habe ich keine, Pech gehabt. So, Flotten. Halt. Die Flotten, du gehst. Das geht. Ja. Das kostet. Das machen wir ganz zum Schluss. Okay. So, und die Undock-Ports. Ja. Sehr schön. Laut und deutlich. Ja, und die Reparaturwerft kann es hier schön reparieren. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Fliegt nicht in meine Richtung. Sehr schön. So, kurze Bestandsaufnahme. Ich habe eine Raketenfregatte verloren. Kreuzer sind noch da, Träger sind noch da. Also, Raketenfregatten brauche ich noch ein paar. Okay. Nicht ausreichende Metalle. Und dann noch ein paar davon. Sehr, sehr schön. Ja, läuft doch wie geschmiert. Was haben wir hier noch? Kolonialschiff. Ah, jetzt passt's mal ganz genau auf. Alle Geschütze bereit. Wie plötzlich, wenn ich hier die Handelsbasen habe, wie das Zeugs nach oben schmeckt. Oh oh. Die bauen eine experimentelle Waffe. Die sind Kriegstreiber hier. Die Psy-Salads. Ne, warte, die Grünen sind das, glaube ich, immer, die schießen, ne? Ich weiß es nicht. Oh, was ich auch noch machen sollte, könnte, wäre, wollte, ist folgendes. Ich baue mal 10 Aufklärerfregatten. Ist eine große Investition, aber ich schicke die alle mal auf Autopilot. Ich will wissen, was abgeht.
Es ist einfach, ich muss wissen, was geht ab. Na. Kann ich eigentlich die Konstruktionszeit der Schiffe reduzieren? Langsam wird es dann nämlich wichtig. Das war doch hier irgendwo, oder? Große Teile, Imperial, Militärisierte Geschwindigkeit, Fregatten und ja, ist auch nicht schlecht. Das kann ich dreimal erhöhen! Dann ja, machen wir erst noch hier die beherrschende Ökonomie fertig. Und dann später irgendwann Industriekoloss. Und dann geht's ab, Mann, dann geht's ab. Psyder 1-0. Aha. Okay. Psyder 2-0. Sehr gut. Damit kriege ich nämlich noch mehr Vorlaufzeit und kann eintreffen. Vielleicht sogar schon bevor der Gegner bei mir ankommt. Wenn ich nämlich, stellt euch mal vor, ich sehe bereits hier, dass er rüber will. Dann braucht er den Sprung und den Sprung. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Das gibt einfach sehr viel. Was wollen die denn? Übergeben sie Credits. Wenn da was ist, werde ich es finden. Ja, und dann? Gib mir einen gescheiten Auftrag. Weißt du was? Gib du mir doch Credits. Wenn da was ist, werde ich es finden. Hä? Mal sehen, ob er das wirklich macht. Der wird mir zu blöd sein. Ja, siehst, also... Ja, ja, schon klar. Hätten wir auch gewundert. Wenn da was ist, werde ich es finden. So. Einer unserer Gegner hat einen Titan fertiggestellt. Jetzt wird's böse. Jetzt. Wenn da was ist, werde ich's finden. Ungeil. Vielleicht sollte ich dann auch anfangen, Titanwerf zu bauen. Nur um sicher zu gehen. Man weiß ja nie. Sie suchen etwas? Wenn da was ist, werde ich's finden. Was macht er denn? So, sammelt's euch mal. Eine gute Entscheidung. Kurs setzen. Forschung abgeschlossen. Ja. Zeit ist knapp. Okay. Piraten greifen schon wieder an. Ich bin gespannt, ob sie wieder Kopfgeld auf mich machen, aber ich habe jetzt so viel Geld. Schaut euch mal an, was ich hier an Geld verdiene durch die Hand. Der Preis auf unsere Köpfe hat sich erhöht. Wer auch immer will, bitteschön, viel Spaß. Wenn da was ist, werde ich's finden. Das sollen sie erstmal überbieten. Keine Chance, Mann. Ich bin viel zu reich. Ja, und mit den Credits kann ich gerade eh nichts anfangen. Ich habe nicht genug Metall und Kristall, um überhaupt irgendwas mit den Credits anzufangen. Also, interessiert das gar nicht. Schau. Sie suchen etwas? So, wie viele werden noch gebaut? 2. Und dann schicke ich alle auf Autopilot und gut ist. Gebt euch das mal. Die haben den auf 3000. Die haben Kohle bis zum geht nicht mehr, die Gegner. Aber auf mich geben sie nicht so viel Geld aus. Ja, dann haben sie Pech dort. Was wollen sie wissen? So. Forschung abgeschlossen. Feuer bereit. Und auf Autopilot. Mal sehen, wie die sich jetzt verteilen. Phasensprung abgeschlossen. Alle Geschütze bereit. Sehr schön verteilen sie sich. 2 Konstruktionsfregatten habe ich. Hier habe ich bereits 2 Sternenbasen. Piraten sind unterwegs. Hier fehlt eine, aber nicht zu mir. Das habe ich verhindert. Und eine von diesen Fregatten fliegt hierhin. Und naja, ich könnte hier theoretisch vielleicht noch welche bauen. Ja, geht nicht. Tatsächlich bin ich hinterrücks angreifbar. Abgeschlossen. Ich müsste den. Nee, da sind lauter Nebel und Wolken und Zeugs. Was für ein Scheiß. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Aber okay, wie auch immer. Ich bin jetzt erstmal fertig für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Ich hoffe, ich habe nicht wieder das Umswitchen vergessen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.